Jana-Daten werden am iPad erzeugt und sollen nach Excel exportiert werden. Wenn ich diese Daten habe, gibt es da dieses Export-Tool. Diese Diagramme interessieren mich und als CSV exportieren. Dann hat es bei mir geklappt mit in Dateien speichern, auf meinem iPad speichern, unter Downloads speichern und wiederfinden. Wer auf die drei Punkte klickt und auf Excel klickt, da waren bei mir die Trennungen zerhauen, aber man muss ein bisschen rumspielen, man muss die Datei einfach wiederfinden. Dann eben unter Dateien gehen, iPad gehen und das ist sie. Ich habe die 1, 2, 3, 4 genannt, damit ich sie wiederfinde. Es kann, dieses CSV-Format kann von jedem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet werden. Ich öffne es mit Excel und so schaut's aus. Mich interessiert nur diese Spalte und diese Spalte. Zwei Spalten. Das heißt, die sollen gelöscht werden. Da gibt es so ein Markierungstool. Ja, also mit diesem Markierungstool immer so von hier nach hier markieren, lang drauf drücken und dann löschen. Und jetzt will ich die hier kopieren und darüber, also wieder markieren und lang drauf drücken, kopieren und dann hier einfügen. Und das Ziel ist jetzt schön Daten nebeneinander und markieren. Was ein bisschen lästig ist, ist hier so die Schreibweise der Zahl. Das bedeutet minus 235. Das schreiben die als minus 2,3 mal 100. Und eigentlich auch nicht, sondern als minus 2,3 mal 10 Quadrat. Und das ist dieses E2, heißt 10 Quadrat. Und weil das lästig ist, ändern wir das. Da hier auf Start wissenschaftlich umändern in Zahl. Sobald hier bei dem Start die Zahl da steht, habe ich die, hier habe ich die minus 235, so wie ich es gerne hätte, wie es anschaulicher ist. Und jetzt markiert lassen und das Diagramm suchen. Also markiert lassen und einfügen und Diagramme, also nur diese Zahlen sind markiert und ein XY-Diagramm, das will ich haben und zwar Punkte, keine Linien. Das ist viel schöner und dann ist es da. Also hier habe ich jetzt schon mal ein schönes Diagramm mit Punkten. In dem Fall ich habe hier die Zeit und hier habe ich die Geschwindigkeit und es wird weniger. Und da könnte ich jetzt hier schon so ein Steigungsdreieck Delta V durch Delta T machen. Und das kann aber auch, diese Linie kann auch Excel. Also weiter geht's. Es muss markiert sein und dann auf Elemente und auf Trendlinie und auf Linear. Ja, weil ich ja eine Linie haben möchte. Und dann zeichne mir Excel diese Linie ein. Ja, da ist der Wert ein bisschen zu klein und der zu groß und das ist eine schön perfekte Kurve. Und hier kann ich noch genauer meinen Steigungsdreieck einbauen. Und in der Physik wichtig, die Achsenbeschriftungen, die da sollte man, entweder überträgt man es ins Heft und malt es da rein oder eleganterweise hier. Also wieder auf Elemente, ja, so auf Elemente, Achsentitel. Und wenn ich das mache, dann habe ich hier Zeit in Sekunden, Geschwindigkeit in Zentimeter pro Sekunde, Meter pro Sekunde wäre netter. Und eine Trendlinie und kann es auswerten. Und schön.